Freunde der Sonne, willkommen bei einer neuen Folge Quarantäne TV. Heute geht es mir um ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich leider schon ein, zwei Kunden hatte, die auch darauf reingefallen sind. Und zwar geht es um die Internetseite classifiedsforall.com. Zuallererst habe ich mir gedacht, gehen wir mal die Seite durch, dass ihr so ein bisschen versteht, worum es hier geht, damit ihr auch gewarnt seid, wenn ihr vielleicht Interesse an einem Auto hattet, was dort angeboten war. Wir sind jetzt hier quasi direkt auf der Internetseite von denen. Wie ihr seht, usclassifiedsforall.com. Das ist eine Seite, die sieht super professionell aus. Man sieht hier die neuesten hochgeladenen Fahrzeuge. So, und wir sehen jetzt hier gleich zum Anfang Chevrolet Camaro Yanco 427er. Das ist der mit den Aluköpfen. Die Autos kosten in den USA ungefähr 120.000, 150.000 Dollar, je nach Zustand. Wir haben jetzt hier ein Exemplar. Das sieht super aus. Innenausstattung sieht wunderbar aus. Wir haben jetzt auch nur drei Bilder. Wir sehen im Hintergrund ein paar andere Autos. Das heißt also, die Bilder werden von einem Händler geklaut worden sein. Und dann haben wir hier eine kurze Beschreibung, aber die ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Dieses Fahrzeug soll jetzt laut diesem Inserat hier 25.000 Dollar kosten. Das wäre selbst vor 15 Jahren so ein Schnäppchen, dass dieses Auto nicht länger als ein oder zwei Tage online gewesen wäre. Jetzt sehen wir aber auch hier Report Ad. Wir sehen hier die Listingsnummer und wir sehen auch, wie viele Leute sich das hier angeschaut haben. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir Menschen haben, die keine Ahnung von diesem Oldtimer-Markt in den USA haben, und dann sagen die sich, boah, Patrick, also weißt du, hier kostet ein vergleichbares Auto mit einem 350er Motor 50.000, 55.000 Euro. Hier kriege ich eine Performance-Maschine für 25.000 Dollar. Da will ich doch mein Geld dem Händler nicht in den Rachen werfen. Aus der Sicht auch sicherlich verständlich. Wenn wir aber sehen, dass vielleicht dann der Kunde bei diesen 25.000 Dollar 5.000 Dollar anzahlt, weil das so gewünscht wird, und er am Ende 5.000 Dollar verloren hat, hat am Ende keiner gewonnen, außer der Betreiber dieser Seite. Also seid bitte vorsichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe mal hier so ein anderes Beispiel. Wir haben hier einen 59er Mercedes, sogenannten Ponton, als Cabriolet 220 SE, sprich also mit einem Einspritzer. Das war quasi das Topmodell. Und wir sehen hier schön restauriertes Auto, vermutlich so ein Zweier Zustand. Das Verdeck ist schön gemacht, Chrom sieht wunderbar aus, steht in den USA. Hat auch nur eine ganz, ganz kurze Beschreibung, also quasi nur die nötigsten Informationen. Hier haben das Fahrzeug 48 Nutzer sich angeschaut. Und wenn wir uns jetzt mal hier so vergleichbare Fahrzeuge in Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass der günstigste Ponton SE kostet 66.000 Euro. Entschuldigung, in Belgien steht nur einer für 48, aber da wissen wir, der ist echt. Und das sind natürlich alles Restaurationsobjekte. Wenn wir jetzt so schickere Autos haben, wo wir sagen, gut, das ist jetzt hier so ein Zweierzustand, dann liegen wir schnell bei 86.000 Euro und auch mehr. So, das heißt also, wenn dieses Fahrzeug hier 48.000 Dollar kostet und wir in Deutschland ein Auto für 86.000 Euro haben, dann ist das nicht üblich, dass die Gewinnspanne der Händler so groß ist, dass der Händler dort auf dieser Seite einkaufen würde. Das ist uns wichtig, dass das auch nochmal klar gesagt wird, einfach aus dem Grunde, weil wir auch manchmal Diskussionen von Kunden haben, die dann bei uns einen Suchauftrag abgegeben haben, wir denen etwas anbieten und dann sagt der Kunde, naja, der Wagen kostet jetzt hier 50.000 Euro, warum soll ich den bei dir kaufen, wenn ich ihn zum Beispiel auf dieser Internetseite für 25.000 kriege? Also das sind für uns wichtige Punkte, weil wir einfach aufklären müssen. Wir sehen immer wieder Menschen, die darauf reinfallen. Leider hatte ich auch schon Kunden, die angezahlt haben und die natürlich nichts bekommen haben. So, ihr seht also, es geht gar nicht darum, dass ihr über uns die Autos bezieht. Ihr könnt auch einen anderen Händler ansprechen und über ihn die Autos beziehen. Zeigt ihnen die Anzeigen, die werden euch genau das gleiche erzählen, wie wir das jetzt auch euch hier in diesem Video darstellen. Aber es ist schon wichtig, dass ihr jemanden habt, der hier in Deutschland sitzt. Auch einfach aus Gründen des Rechtsschutzes und des Käuferschutzes. Also Obacht, wenn euer Menschenverstand oder auch das Bauchgefühl sagt, irgendwas stimmt hier nicht, holt euch eine zweite Meinung, kontaktiert euren Händler. Und wenn der jemanden vor Ort hat, kann er da gerne einen Scout hinschicken. Wenn der dann an eine Adresse kommt, wo niemand steht oder das eine Walmart-Adresse ist, dann wisst ihr ja Bescheid. Dann habt ihr vielleicht die Kosten für den Scout, der dann eine Stunde, zwei Stunden irgendwo hingefahren ist. Aber das kommt euch am Ende deutlich günstiger, als wenn ihr irgendwo 3, 4, 5.000 oder mehr Dollar irgendwo hinschickt, in der Hoffnung, dass ihr dann das Auto angezahlt habt. Also seid hier bitte vorsichtig.
Das war mir ein Anliegen, dass ich euch dahingehend ein bisschen aufkläre, weil hier wirklich sehr viel Schindluder betrieben wird. Das geht natürlich auch auf anderen amerikanischen Plattformen, aber diese Internetseite, die ist wirklich dafür bekannt, dass dort permanent nur Fake-Autos inseriert werden. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Lasst uns einen Kommentar da, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Augen auf beim Autokauf. Bis zum nächsten Mal.